Hi, willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanälchen. Und zwar gibt es gleich im Anhang ein Lost Place. Bin jetzt hier nicht der Lost Place Knaller, aber ein Lost Place hatte ich schon mal. Jetzt folgt das zweite spontan. Ich kann euch so viel sagen, es ist seit 10 Jahren verlassen, dieser Ort. Es war eine alte Schule. Ich finde den Vandalismus echt kacke. Ich bin auf dem Gelände, aber werdet da gleich alles sehen. Aber am Ende des Tages würde ich sagen, finde ich schade, dass man das Gelände hat nicht frei zugänglich gemacht. Denn es befindet sich darauf halt sehr viel Potenzial, was man hätte noch in den letzten 10 Jahren gut nutzen können. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit dem nun folgenden Video. Ich befinde mich hier auf einem verlassenen Schulgelände. Wie man hier unschwer im Hintergrund sehen kann. Ich werde mal die Kamera drehen. Befinde ich mich hier auf dem ehemaligen Basketballplatz. Mal die Kamera. Ja. So viel zu dem Thema. Alter, ich muss euch sagen, da draußen, das ist jetzt quasi so mein erster Lost Place, in Anführungsstrichen, wo ich mich gerade mal alleine drauf traue. Das ist halt die große Frage. Wo es hier hingeht, ne? Auch nicht schlecht. Da ist das Schulgebäude. Tischtennisplatten? Ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ne? Krass. Und dass man sowas so verwildern lässt, ne? Krass, ne? Alter, da kriegt man schon, ne? Also, muss ich sagen, Hut ab für die, die da so echt das als wirklich durchgehendes krasses Hobby so machen. Ne? Ey, mir geht der Arsch so auf Grundeis, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe eh schon Blutdruck. Ey. Und ob ich jetzt alleine. Ob ich jetzt alleine in das Gebäude gehe, das ist jetzt noch fraglich. Wenn ich Pech habe, hat man mich sowieso gerade gesehen. Weil ich bin ja eh schissbuchsig veranlagt, ne? Aber ich glaube, riesengroßer werde euch da auf jeden Fall noch mal Updates von geben, aber nicht die ehemaligen Schultoiletten,
befinden wir uns hier auf dem Pausenhof. Lala. Hier hat auch vor ein paar Jahren mal die Schule gebrannt. Ich glaube, die Turnhalle hat gebrannt. Ich habe, muss ich sagen, so viel Respekt vor den Leuten, die das so als Hobby durchgehend machen. Aber alleine werde ich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, meinen Arsch da nicht rein bewegen. Krasser Scheiß, ne? So, sieht so ein bisschen danach aus, als wäre dieses Gebäude hier es gewesen. Aber ich gebe euch jetzt erstmal so einen kleinen Mini-Eindruck. Und dann wird, ich denke mal, in Kürze nochmal ich wahrscheinlich nochmal die Nummer durchziehen, aber nicht alleine. Das, wo ich jetzt drauf war, scheint gar nicht zum Schulgelände zu gehören. Aua. Ey, da frage ich mich doch wirklich aller Ernstes. Hier muss man auch aufpassen. Also Kamera halten. Richtig krass, Alter. Ich finde das richtig krass. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass unter den Profis von euch da draußen dieser Spot hier bekannt ist. Ich kann da nicht reingehen jetzt. Obwohl, ey, ich würde da gerne reingehen wollen, aber ich habe echt Schiss, dass ich nicht hier alleine rumrenne. Witzigerweise, ja, war Bolzplatz. Also das muss seinerzeit gefühlt im Betrieb echt cool ausgesehen haben hier. Ja, schon so ein Müllabladeplatz hier. Spinde. Richtig krass. Aber das ist nicht so meins. Also ich mache ja schon viel, ne? Aber ja gut, ich meine, man sollte ja eigentlich auch, wenn ich da richtig mitgekriegt habe, auf dem LP nicht
alleine rumspazieren. Ist vielleicht auch nicht so gesund. Hier vorne schreck dich gerade zurück, weil hier sind Häuser. Und ist die Straße. Und da kann man mich sehen. Wobei ich wobei hier drumherum so hoch die Büsche hier gewachsen sind, dass ich sagen kann, man wird eh nicht gesehen, vielleicht maximal gehört. Aber da, wo ich gerade einen Zugang gefunden habe, das sind die Bunkern der Dinge hier so zu. Und an der Stelle kann man einfach so drüber hüpfen. Ich glaube, die Stelle kann ich euch so auch zeigen. Kann man quasi von der Straße aus ein Stück durch ein Wäldchen latschen. Aber ich habe echt Schiss, obwohl ich da würde ich gerne reingehen. Aber ich habe gerade richtig so, ich werde die Nummer noch mal machen, aber nicht alleine. Und dann werdet ihr zu dem Thema noch ein Teil 2 kriegen. Da will ich noch mal rein. In dem Sinne werde ich nachher noch mal recherchieren, so, seit wann die zu ist. Ich werde dann noch einen Nachtrag liefern, meine Herren. Sabbel, sabbel. Und dann gucken wir mal. Und dann gibt es noch einen Teil 2. Aber hier fehlen auch schon echt so manche Gullideckel. Naja, weißt du, ein Ding, eigentlich, wenn man das so irgendwie, keine Ahnung, ich feiere das. Ich feiere diese Atmosphäre hier. Hier ist nichts. Und das lassen die seit Jahren so brach. Weißt du, da frage ich mich auch. Da haben sie Mangel. Ich verstehe das manchmal nicht. Und das dann halt, ne, und der Vandalismus hier ist ja auch so, ne. Alle Scheiben, ich meine, ihr seht das jetzt nicht, ne, oder? Alle Scheiben und so, habt ihr ja gerade gesehen. Scheiben, die ist das. Ich bin mal gespannt. Ich werde mal hier einen goldenen Otto machen, bevor man am Ende mir noch eins auswischen will. In dem Sinne, see you later, Alligator.